Eilmeldung. Harmageddon ist da. Nach Frieden- und Sicherheitsmeldungen wurde nun weltweit die höchste Alarmstufe ausgerufen. US-Präsident Trump hat bereits über Jesus Verhandlungen mit Jehova aufgenommen. Wie zu erwarten, der stellt sich stur und besteht nun auf die Vernichtung aller Menschen. Unser lieber Bruder Toni Morris wurde derweil bei einem Einbruch in einer Schnapsfabrik verhaftet. Der Rest der leitenden Körperschaft ist bereits wie gewohnt mit einem Flug erster Klasse in Sicherheit gebracht worden. Alle Kontinente sollen von großen Tumulten betroffen sein. Geplatzte Würstchen wurden bisher noch nicht gemeldet. Komischerweise sind die Weltmenschen weiterhin nicht aus der Ruhe zu bringen. Nur Zeugen Jehovas befinden sich global in Aufruhr. Wir schalten nun live zu unserem Korrespondenten in New York. Aus technischen Gründen kann eine Bildverbindung nicht hergestellt werden. Wir versuchen jetzt den Bruder in New York anzurufen. Ja, hallo? Ja, hallo. Was kannst du zur Situation vor Ort sagen, Bruder Lett? Wie weit ist es bereits mit dem Ausbruch von Harmageddon? Harmageddon? Bruder? Sag mal, bist du noch ganz dicht? Die ganze Welt feiert ins neue Jahr, du Spinner. Ist da nicht Bruder Lett? Nee, hier ist nicht Bruder Lett. Und verschwinde sofort aus meiner Leitung. Wer bist du überhaupt? Ich bin Mark. Einer der Bosse von den Zeugen Jehovas. Und wir bekamen zuverlässige Informationen zum Ausbruch von Harmageddon. Ich geb dir gleich Ausbruch. Wenn ich dich erwische, gibt's einen Kiefernbruch. Versau die Zeugen einem jetzt schon Silvester, die Penner. So kann's gehen, liebe Brüder und Schwestern. Falschmeldungen sind ein Beweis, dass wir in den letzten Tagen leben. Es gibt also keinen Grund zu zweifeln, sondern sich zu sagen, jetzt erst recht. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung und wünschen Jehovas Segen.